Ich begrüße euch zu der dritten und damit letzten Folge des Heidenheims Karrieremodus. Und nachdem wir in der ersten Saison auf dem 13. Platz gelandet sind und im zweiten Jahr auf dem 9. Platz waren, ist jetzt die Frage, was sollen wir uns für diese Saison vornehmen? Wir haben eine Supermannschaft. Aus dieser Mannschaft stechen natürlich heraus Jonas Wind mit einer 80, Jan-Niklas Beste 77, aber auch der Rest vom Team haben eine super Bewertung. Und den Klassenerhalt können wir auch diese Saison schaffen und nichts anderes sollte unser Ziel sein. Wir werden nicht überheblich und sagen, wir müssen uns verbessern von Platz 8 und weiterhin. Wir wollen einfach nur wieder den Klassenerhalt schaffen. Der Vorstand gibt uns übrigens das Ziel Qualifikation für den Europapokal und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist das für ein Ziel? Ja gut, wir haben zwei Saisons sehr gut performt, aber ob das realistisch ist, naja, dann kaufe ich eben Spieler, die auch diesen Anforderungen vielleicht gewachsen sind. Und ein Spieler, der in der Europa League, sogar in der Champions League gespielt hat, ist Naby Keita. Den holen wir vom SV Werder Bremen. Der ist dort ja gefühlt nur noch verletzt, aber bei uns hast du gute Ärzte, Naby Keita. Und wir hoffen, dass du nicht mehr so oft fehlst und deine Leistung bringst. Und wir mit dir die Ziele erreichen. Herzlich willkommen, Naby Keita. Du wirst, ja nee, nicht für Croissants in der Startelf stehen, aber für Maloney wirst du in der Startelf stehen. Ein weiterer Neuzugang ist Lennart Grill. Den habe ich gekauft von Union Berlin und er wird unser zweiter Torhüter hier. Und außerdem habe ich Marvin Bieringer ausgeliehen an den VfB Stuttgart. Er wollte unbedingt weg und dem Wunsch habe ich entsprochen. Und genau gegen diesen Gegner, gegen den VfB Stuttgart, an dem wir Bieringer ausgeliehen haben, geht es am ersten Spieltag los. Ich hoffe, der drückt mir keine Tore rein, weil dann würde er mir zeigen, ja, du hast mich hier hinausgeliehen, hast mich nicht bei Heidenheim spielen lassen. Ich zeige dir, dass ich sehr gut bin. Ich hoffe einfach, dass Wind es Bieringer zeigt, ich bin besserer Stürmer als du und wir damit gegen Stuttgart gewinnen. Das erste Spiel spiele ich so wie immer selbst und damit würde ich sagen, auf geht's ins Spiel gegen Stuttgart. Eine neue Saison in der Bundesliga, alle freuen sich drauf. Spieltag 1, jetzt kann es endlich wieder losgehen. Wer wird sich durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus, bleiben Sie dran. Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Erster FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart. Stuttgart hat den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da ist das Tor. Schönes Tor, hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1, sieht so leicht aus, ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven, da musst du abgezockt sein. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie versuchen es. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts.
Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Da ist die Flanke. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war guter Kopfball. Die alte Leckball. Tim Kleindienst. Er will den Ball. Keita. Gehalten. Jetzt kommt die Ecke. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Sturm. Damit hat er keine großen Probleme. Und nun ist es zu Ende. Das ist der Schlusspfiff. Mehr als diese Niederlage war heute also für die Gastgeber. Diese Niederlage überrascht ja eigentlich niemanden. Die war mehr oder weniger eingeplant. Ich glaube, da gibt es andere Aufgaben, auf die man sich konzentriert hat. Ja, das war eine verdiente Niederlage. Sowas von verdient. VfB Stuttgart hat ein viel besseres Spiel gemacht und wir konnten einfach nichts dagegen machen. Gerassi, wie in echt, hat uns gerassiert. Und da steht es auch, Gerassi erzielt Siegtreffer gegen Heidenheim. Ja, was soll man machen? Hoffentlich ist das aber kein schlechtes Omen für die Saison, denn das war unsere erste Niederlage am ersten Spieltag. Im ersten Jahr haben wir das erste Spiel gewonnen, genauso wie im zweiten Spiel. Und ja, jetzt haben wir das eben verloren. Aber ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Und jetzt sehen wir uns zur Hinrunde. Ja, zum Ende der Hinrunde sind wir angelangt. Und was soll ich euch erzählen? Seht selbst. Wir sind auf dem letzten Tabellenplatz. Das war definitiv ein schlechtes Omen, dass wir das erste Spiel verloren haben. Wir haben nur 2 Siege, 2 Unentschieden, damit 8 Punkte und alles weitere 12 Spiele haben wir verloren. Minus 15 Tordifferenz. Die meisten Gegentore haben wir bekommen und wir haben eben nur 8 Punkte. Auf dem 15. Platz haben wir so einen großen Abstand von 6 Punkten. Eigentlich bleibt uns nur noch zu hoffen, dass wir irgendwie es auf dem 16. Platz schaffen. Aber wir sind wohl in einen negativen Strudel reingekommen nach dem ersten Spiel gegen Stuttgart, das wir verloren haben. Und genau so ist es. Also, nee, erstmal haben wir gegen Stuttgart verloren. Dann haben wir das nächste Spiel gegen Hamburg gewonnen. Aber danach sogar gegen Leverkusen haben wir auch unentschieden gespielt. Dann aber gegen Freiburg 5:2 verloren. Gegen Köln verloren. Den kompletten Oktober haben wir verloren. November fast auch. Und auch die kompletten Spiele im Dezember haben wir verloren. Nur gegen Mönchengladbach haben wir gewonnen. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen definitiv was tun. Am 8. Januar ist es soweit, wir wurden entlassen und ich frage mich, ob ich weitermachen soll. Ich glaube nicht, ich lasse es dabei. Wir waren ja auf dem 18. Tabellenplatz und wenn man so wie jetzt bei Union Berlin sieht, dass sie den Trainer entlassen haben, ist es glaube ich, selbst wenn der Trainer davor eine super Leistung gezeigt hat und mit dem Team aufgestiegen ist, genauso wie bei Union Berlin, ich habe auch mit Heidenheim das erste Jahr, zweite Jahr super performt, aber jetzt eben diese Saison nicht und deswegen akzeptiert die Entscheidung, ich simuliere jetzt bis zum Ende mit einem anderen Team und gucke danach, wo Heidenheim gelandet ist, ohne mich. Ich unterschreibe noch die Auflösung und gucke jetzt, wo Heidenheim am Ende der Saison mit dem anderen Trainer gelandet ist. Jetzt sind wir am Ende der Saison angelangt. Ich bin jetzt Trainer von St. Pauli, ja. Dort, wo ich war vorher, ich war bei Hertha, dort wurde ich auch entlassen. Naja, aber wir gucken uns. Das Wichtigste ist, wo Heidenheim ist und ich sehe die in der ersten Tabellenhälfte nicht, ist ja klar. 14. sind sie auch nicht, 15. auch nicht, 16. auch nicht, sie sind abgestiegen. Wir sind mit dem ersten FC Heidenheim abgestiegen, auf dem 17. Platz. Der neue Trainer konnte auch nichts reißen, wobei, wir hatten 8 Punkte, der hat 27 am Ende der Saison, also hat er nochmal ordentlich Punkte reingeholt. Hätte ich das besser gemacht, wäre der erste FC Heidenheim in der Bundesliga geblieben, aber in der letzten Saison des meines Karrieremodus steigt Heidenheim wieder in der zweiten Liga ab. Was soll man machen? Wir schauen uns noch die Teamstatistik an vom Heidenheim und sehen da
dass Kevin Müller 22 Spiele gemacht hat, Vitor Seicher 6. Warum lässt der Assistenztrainer ihn auch spielen? Wahrscheinlich hat Müller und Grill haben keine gute Leistung gezeigt und dann hat Eicher gespielt, aber die meisten Tore hat Dominik Fitz erzielt, Jonas Wendt nur 8. Das wird auch mit der Grund gewesen sein, warum wir abgestiegen sind, denn Jonas Wendt hat in der letzten Saison 22 Buden gemacht und jetzt nur 8. Und Navi Keita hat nur 6 Tore geschossen. Als zentraler Mittelfeldspieler ist das sogar gut. Der kommt zu uns als Neuzugang und steigt mit uns ab. So kann es mal laufen. Aber damit würde ich sagen, beende ich jetzt das Video. Heidenheim ist abgestiegen. Heidenheim, wenn die Verantwortlichen des 1. FC Heidenheim dieses Video schauen, ja, ich kann mich als Trainer bewerben bei euch, nachdem Frank Schmidt bei euch aufhört. Ich habe immerhin 2-mal die Klasse gehalten. Ein 3. Mal ist es mir nicht gelungen, aber das ist eine gute Statistik, würde ich mal sagen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.